Hey Leute, hier habe ich euch jetzt Bo, Bo Prime, die MK1 Bo mitgebracht. Alle drei Waffen werden genau gleich gemoddet und die Bo Prime dürfte ist mit Abstand die stärkste von den drei. Also, ihr seht's ja hier, wenn wir die Stats vergleichen. Ich werde es euch jetzt auch nicht extra vorlesen, weil man sieht's ja einfach. Also ihr seht's, die Bo Prime ist mit Abstand die stärkste, dann die normale Bo, dann die MK1 Bo. Alle drei Waffen werden genau gleich gemoddet und ich habe euch jetzt diesen Bild mitgebracht mit zwei Platzhaltern. Die Bo Prime ist eine der wenigen Waffen, bei der man wirklich mal zwei Modplätze hat, die man austauschen kann. Passiert ganz selten, aber hier ist es mal der Fall. Also, was habe ich überhaupt erstmal drin? Trifft eine Berührung, muss ich nichts zu sagen, Prime-Druckpunkt auch nicht. Dann drei Doppelmods für schön viel Statuschance. Und das können wir dann noch kombinieren mit Zustandsüberladung, damit wir vier Statuseffekte haben, die wir die ganze Zeit procken können. Dann in die letzten beiden Felder. Da ist man jetzt flexibel, weil ich persönlich modde Waffen eigentlich erst ab 14% auf Crit. Unter 14% ist das so... Es gefällt mir einfach nicht so ganz. Also kann man machen, aber muss nicht sein. Das heißt, ihr könntet hier theoretisch Blutrausch und Organ Shatter reinmachen, damit wir noch mehr... Dadurch geht die Crit-Chance hoch und auch unser Crit-Schaden hoch. Alternativ könnte man jetzt auch noch Berserker reinmachen und dann hätten wir jetzt immer noch einen Modplatz frei, weil ganz im Ernst, 12,5% reicht mehr als aus, damit wir Berserker reinmachen. Jetzt kann man überlegen, wir könnten auch noch theoretisch auf mehr Reichweite gehen. Das heißt, es wäre auch noch eine Möglichkeit, jetzt Prime Reichweite reinzumachen oder der normale Reichweite Mod. Wir könnten auch noch überlegen, Prime Fury dazu zu machen. Wir könnten überlegen, verdorbener Schlag sogar noch dazu zu machen. Wir könnten überlegen, nässende Wunde reinzumachen. Was macht noch alles Sinn? Wie heißt denn der eine Mod nochmal? Jedes Mal, wenn wir einen Gegner mit einer Impact-Waffe treffen, dass wir dem dann die Rüstung abziehen. Das würde sogar auch noch hier Sinn machen. Zerschmetternder Einschlag. Also würde alles Sinn machen und ich denke, ich zeige es euch jetzt einfach mal mit dem Mod. Schwierig, sich hier für was zu entscheiden. Oder man geht einfach auf Prime Fieberschlag. Dadurch hätten wir jetzt halt eben noch mehr Korrosionsschaden. Also alles Möglichkeiten. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr da haben wollt. Ich nehme jetzt mal eine schön gemischte Palette. Level 155, wie immer bei den Nahkampfwaffen. Und los geht der Spaß. Also das ist doch mal wirklich ein gutes Ergebnis, wage ich zu behaupten. Mit dem hier jetzt noch nicht so ganz optimal, weil er nicht anfällig ist gegen Korrosionsschaden. Also keinen Bonusschaden dadurch bekommt, aber ihr seht's, das war doch gerade eine echt flotte Sache. Ich kann es euch jetzt mal noch ein bisschen extremer zeigen. Das würde dann so aussehen. 20 Heavy Gunner. Ich drücke jetzt einfach nur die Vorwärtstaste und also halte die Vorwärtstaste gedrückt und spamme E. Also das Ergebnis ist doch wirklich okay. Gut, ich denke mal, mehr brauche ich hier jetzt nicht zu zeigen. Also... selbst mit diesem reinen Korrosionsbild komme ich gegen die Uralten an, ich komme damit gegen die Moas an, ich komme damit gegen die Kranier an. Also, ihr könnt den Elementarschaden natürlich immer so abändern, wie ihr ihn gerade braucht.
Zum Beispiel könntet ihr hier jetzt auch Gas-Damage oder purem Gift-Damage reinmachen und damit dann gegen die Korpus kämpfen. Auch eine Möglichkeit. Ich habe euch jetzt nur ein Bild gezeigt mit einer Elementarkombination. Wobei ich euch empfehlen würde, vielleicht kein rein Giftbild zu nehmen, aus dem ganz einfachen Grund, das wäre ein bisschen schade, wegen Zustandsüberladung dann nur mit einem Elementareffekt zu spielen. Also dann würde ich eher sowas machen wie Gas und Elektro, Gas und Kälte würde ich dann reinmachen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und... Es gibt auch noch die Möglichkeit, hier ein Slide-Bild zu machen. Finde ich aber keine gute Wahl. Ich möchte euch einfach nur zeigen, es gibt einen. Das wären die Mods, die man reinmacht und mehr will ich dazu auch nicht sagen. Weil in meinen Augen benutzt man Slide-Builds nur bei Polearm-Waffen und bei Peitschen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.